Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem neuen Video. Sorry, falls es ein bisschen gerusht ist mit Scheißton und sowas. Ich bin selber gleich schnell weg. Ich habe das gerade auch erst gesehen, denn wir haben einen neuen Trailer. Nicht nur einen, wir haben zwei. Persona 3 Remake und noch ein extra funny Spin-off, was aussieht wie Fire Emblem. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon von Atlus richtig viel diesen Monat bekommen. Naja, hauptsächlich die Atrian Odyssey Collection. Meine Favorite Games auf dem DS. Gucken wir uns das einfach mal an. Ich bin gespannt. Ich finde Persona 3 geil. Es ist nicht mein Favorite, aber es ist gut. Ich finde nur kacke, dass die Persona 1 und 2 ein bisschen uns vorenthalten. Hallo, I guess. Und honestly, das Game sieht richtig geil aus. Honestly. Our World ist auch smooth as fuck. Und das Menü geht nicht besser. Oh, hallo Igor. Ich hab den Orange Way. Das ist der einzige Trailer, den wir haben. Okay, ich habe mich gerade nämlich gefragt, warum der Spanish ist, oder? Anyways, Persona 3 Reload. Frühest 2024. Leider nur auf Xbox-Geräten und Windows. Darüber werden sich bestimmt einige beschweren, aber das ist dämlich. Windows ist okay, aber Xbox? Persona 3 war eigentlich ein PlayStation-Game. Also, bitte, bringt das doch zumindest für die PS5 oder PS4 raus. Das wäre nett. Aber Xbox Series X und so weiter, ist doch dämlich. Schauen wir uns nochmal an. Ich fand das gut, ich fand das fancy. Erstmal, I guess, sieht super aus. Muss ich nicht sagen. Best Robot Character. Ja, die sind wirklich geil. Die Charaktermodelle erinnern mich stark an Persona 5. Ich meine, wahrscheinlich benutzen sie die gleiche Engine wie das Game und. Was ist das? Dieser Menüübergang. Jesus Christ, ist das gut gemacht. Ich weiß nicht, wie das zusammenspielen wird mit Persona 3 Portable, mit diesem Aegis, nicht DLC, aber diese extra Storyline. Ich bin gespannt. Das wird super. Und jetzt zum zweiten Trailer. Nämlich Persona 5 Tactica. Auch ein interessantes Game, worauf ich mich freue, schon mal zu spielen. What is this place? It looks like we're in a palace. Nice. What's going on? That looks cute, does. Woran erinnert mich das? Das ist eine Game von dem Sega-Developer, das gefloppt ist. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen. Anyways, hier sehen wir auch das diese Fire Emblem Style. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Okay. Gruppenangriff. Balanced Wonderworld, so hieß das Game. Unfortunately, returning will be no easy feat. Honestly? Deep inside, das ist you funny gameplay. Like so, will you take a stand beside us? Und die Cutscenes sind natürlich wie aus Persona Q und Q2. Eher Q2. 17.11. Das finde ich auch wieder wacky. Das sieht aus wie ein Console-Game. Das stört mich. Dieses Windows-Symbol, das stört mich sehr. Aber ich kann nichts dran machen. Das sieht wirklich aus, als wäre das perfekt gemacht für die Switch.
Nicht, dass ich das auf der Switch haben möchte, weil Persona ist ja immer noch eine PlayStation-Serie, die eigentlich darauf auch sein sollte. Aber so, schon wieder Xbox und Windows, ist das das Einzige, wo sich Atlus mittlerweile traut, neue Games zu releasen? Geht's nur mir so? Weil, bitte, bringt doch Persona auf die Geräte, wo Persona draufkam früher und nicht einfach random Xbox. Thank you. Gucken wir es nochmal. Ich bin gehypt für das Spiel. Das sieht aber auch so aus wie ein 3DS-Game. 3DS und Switch. Ich liebe den Artstyle, ich werde es auf jeden Fall mir holen und durchspielen. Erstmal nächsten Monat kommt Pikmin 4. Geil. Das wird interessant. Anscheinend ist das halt wirklich einfach Fire Emblem als Persona-Game. Mit. Nein, nicht mit was anderem. Mit halt Persona und sowas. Und natürlich dieser Special Attack in einer Formation. Anscheinend werden unsere Main Character evil. Ich hoffe es. Das ist sick. Nice. Persona 5 Tactica. Interessant, interessant. Ich freue mich drauf. Und dann werden wir sehen, wie es enden wird. Ja, natürlich. Play it day one with Game Pass. Alter Maul. Play it day one with Game Pass. Ich scheiß doch auf den Game Pass. Also, der Game Pass ist sowas. Hast du keine Konsolen? Ist das gut. Hast du welche? Ja, nee, komm, spar dir das lieber. Naja, der Game Pass ist bestimmt eine gute Idee. Ich werde ihn mir nicht holen. Aber ich finde das Cover schon cute. Hallo Morgana, hallo Don Morgana. Und wie es aussieht, ist das wirklich nur Persona 5 Characters. Mit halt den extra, die man im Trailer gesehen hat. Okay, das war's. Ich bin gehypt. Ich freue mich riesig drauf. Und wir werden sehen, wie es dann weitergeht hiermit, mit den Games. Wenn wir noch mehr Trailer bekommen, melde ich mich. Und habt einen guten Tag. Bis dann und ciao, Leute.